Die Euregio Wirtschaftsschau ist alles außer gewöhnlich. Mit jährlich über 180.000 Besuchern ist sie die beliebteste Verbrauchermesse im Dreiländereck Deutschland, Belgien, Niederlande. Jedes Jahr erfindet sich die Euregio Wirtschaftsschau aufs Neue und passt sich den vorherrschenden Trends und Vorlieben der Menschen an. Zigtausend Besucher, die die Messe auf dem Bennplatz in Aachen besuchen, können sich nicht irren. Im Jubiläumsjahr 2011 ließen sich die Euregio-Gäste das Angebot der 450 Aussteller aus 7 Ländern auf einer Fläche von über 32.000 Quadratmetern in 20 Ausstellungshallen zeigen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum 25. Jubiläum der Euregio-Wirtschaftsschau hier auf dem Bennplatz. Also, hier lässt man sich immer wieder etwas Neues einfallen. Ich hoffe, Sie kommen zahlreich. Meine Damen und Herren, ich will nicht weiter viel erzählen. Lassen Sie sich überraschen. Lassen Sie sich auch heute schon von dem tollen Programm mit Ivo Anthony gleich hier überraschen. Und ich wünsche uns allen eine schöne Eurige Wirtschaftsschau. Wir haben uns da so ein bisschen inspirieren lassen von Aktionen, die sonst auch noch so rund um den Erdball modern geworden sind, halt auf Veranstaltungen in einem ungewöhnlichen Rahmen und auf ungewöhnliche Art und Weise hinzuweisen. Ziel muss es auch sein, dass ganz viele mittanzen, aber ich glaube, es lohnt sich in der Richtung weiterzudenken. Wenn das Publikum zahlreich und zufrieden ist, dann sind es die Aussteller auch. Messeziel liegt natürlich insofern darin, dass wir sehr viel Werbung hier betreiben können. Wir können sehr viel Flyer verteilen und haben auch sehr viele Anfragen im Bereich Hausmeister-Service. Ein Magnet seit 25 Jahren bei der Euregio Wirtschaftsschau, die kulinarischen und zum Teil ungewöhnlichen Köstlichkeiten aus aller Herren Länder. Von Wein über Käsespezialitäten bis hin zu Wurst- und Schinkendelikatessen und süßen Leckereien. Ich stelle eigentlich jedes Mal immer wieder fest, dass mit jedem Jahr das vergeht, die Euregio immer qualitativ hochwertig wird. Also wir sind zufrieden mit der Messe. Wir haben erlebt, dass ein oder zwei Jahre später die Leute immer noch mit unseren Visitenkarten zu uns kommen und uns dann sagen, ja, wir haben uns auf der Euregio getroffen und nicht dieses Jahr, aber letztes Jahr. Und wir erzählen nicht am Ende der Messe, sondern am Ende des Jahres. Für das Unterhaltungsprogramm sorgen oft auch die Aussteller selbst. Orient, Afrika, das Lebensgefühl wird frei Haus nach Aachen geliefert. Wir möchten hier neue Kontakte knüpfen und weit über die Region hinaus bekannt werden. Wir sind auch kräftig dabei, das zu schaffen. Und die ersten Kontakte sind schon wieder geschlossen und auch die ersten Käufe getätigt. Auf der Außenfläche schlagen vor allem die Herzen der PS-Fans höher. Die Euregio Wirtschaftsschau ist nicht nur Verkaufsfläche, sondern auch ein Multiplikator, eine Plattform, um sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Es ist in jedem Fall unsere größte Messe in der Region und ich würde auch sagen, die einzige Plattform, die wir eben so nutzen können, um direkt an den Bürger zu kommen. Hier kommen sehr viele Besucher am Tag vorbei, insbesondere an unserem Standort hier und wir sehen das als wichtigen Messeauftritt im Laufe des Jahres. Ja. Seit 25 Jahren ist die Euregio Wirtschaftsschau alles außer gewöhnlich. Na super, danke schön. Wir freuen uns auf die Euregio Wirtschaftsschau. Wir sehen uns.